mit. Was geht? Meine Freunde, zur mittlerweile 10. Staffel Craft Attack. Ich kann's kaum glauben, Leute. Wir haben Jubiläum. Hallo, Wichtiger. Hallo, Norris. Das war ein tolles Intro. Warst du dir auch abgehackt? Man hat es nicht gehört. Ja, das, dieses... war so leise. Diese ey, wo gehen die alle hin? Gehen wir schon? Ja, wahrscheinlich schon, Richtung ja, ne? Norden, oder? Let's go. Ja, wo bist du? Achso, hier. Hier, hallo. Okay, rein, oh, rein, oh, rein. Oh, geht's? Oh mein Gott. Oh. Junge, ich bin so aufgeregt. Links oder rechts? Craft links oder rechts? Was meinst du? Links eher, oder? Aber da ist, glaube ich, Trimax nicht, dass wir in die Quere kommen. Da ist ein Room Point. Lute, 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 Lute. Oder? Nee, geht kein Boost mehr? Boom! Doch, F, 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 F. Scheiße, bei mir geht es nicht. Nein, okay, ich bleib bei dir, alles gut. Oh mein Gott, Wichtiger, was tun wir? Lass über diese Schlucht noch, oder? Hier, darüber, oder? Ich bin jetzt über dir. Können wir machen. Sind wir rüber oder nicht? Wenn nicht, wenn ich glaube, ich bring mich um. Ich hol mir meinen ersten Tod, Wichtiger, okay? Nein, nein, bitte nein, nicht. Nein, aber Tote sind so irrelevant. Dann bin ich für immer frei, weißt du, wie ich meine? Norris, bist du sicher? Ja, ich mach es, okay? Ich zitter. Ich fänd, also. Let's go, Hilfe! Das Basti GHG. Basti GHG ist vor mir. Basti GHG ist vor mir. Es passiert wieder, Veto. Nicht schon wieder. Ich hab ein Déjà-vu. Okay, ich weiß nicht, was ihr vom Start mitbekommen habt, aber auf jeden Fall nochmal willkommen zu Craft Attack X. Ich habe mir hier schon ein kleines Dorf gesucht, denn mein Ziel wird es am Anfang sein, viele mögliche automatische Farmen zu bauen, wie zum Beispiel eine Villager Breeding Station, Karottenfarm, Sugarcane Farm, Eisenfarm, ihr wisst, was ich meine, so diese Standard-Farms abgehakt, denn ich muss eh noch kein Grundstück suchen, weil ich habe vor, eine Wolkenstadt zu bauen, okay? Ich kann die Wolkenstadt ja quasi überall errichten, die ist ja in der Luft, deswegen warte ich einfach ab, bis meine Homies ein nice das Grundstück gefunden haben und dann werde ich da mich oben drüber einnisten und bis dahin werde ich mir hier mein kleines Lager aufschlagen. Wie ihr seht, ich habe schon ein paar Villager eingesperrt, aber ich werde erstmal mir Standard Equip farmen, also ich werde auch erstmal eine Höhentour machen und dann gucken, was ich so finde. Brauchen ja auch noch Redstone für die ganzen Sachen und ihr werdet wahrscheinlich davon eine schöne Farming-Montage sehen und dann sehen wir jetzt nochmal, wenn was Geiles passiert, aber vorher muss ich den hier noch töten. Achso, by the way, ich habe schon ein bisschen was gelootet aus dem Schiffswrack hierher, weil der aktuelle Craft Attack Seed ist sehr wasserlastig. Deswegen musste ich ein bisschen fahren, was kein Problem ist, weil so musste ich nichts essen, ne? Und dann werde ich mal auf eine wunderschöne Mining-Tour gehen. Glaube, ich werde mich auch sogar einfach hier runterbauen. Dann habe ich schnell den Weg runter. Und vom Ding könnte ich auch schon Zuckerrohr anbauen. Ich meine, so eine kleine Fläche kann man ja trotzdem schon machen. Wollen wir das jetzt schon machen? Ja, oder? Lass das hier schnell machen. By the way, wisst ihr, was ich an dem Dorf so cool finde? Passt mal auf, das ist ein Plains-Dorf in der Savanne. Cool, oder? Also hier ist ja das Plains Ding und hier, ne, ist die Savanne. Ich glaube, ihr versteht. So, dann kann das Ganze wachsen, während ich mir eine Höhle suche. Oh Gott. Junge, aber auch der Sinn. Wie viele, hä? So, einmal bitte alles ausleuchten. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Eisen überhaupt farmen muss. Ich glaube, Redstone wäre wichtiger. Wir machen hier eh einen Eisenfarm und ich werde mich da die Nacht über AFK stellen. Ihr fragt euch jetzt auch bestimmt, by the way, ob ich das Ganze hier streamen werde. Und da bin ich mir noch unsicher, ob ich streamen werde. Probably nicht, aber ich werde wahrscheinlich nur Videos machen. Deswegen genießt die Show. Hier hätten wir Dripstone auch, das ist cool. Damit könnten wir uns eine Lava-Farm bauen. Nehme ich mal mit. Die habt ihr wahrscheinlich schon alle gesehen. Die halbautomatischen Lava-Farm. Nice. Nehme ich mir nochmal einen mit. Und hier hätten wir auch Gold. Perfekt. So, Mom, mein Tee ist fertig. So, für euch, auf euch. Kamillentee. Hello, was haben wir denn hier? Einen neuen Höhleneingang. Yes. Mit einem Mineshaft, nice. Junge, hier sind so viele Monster. Schaut euch das mal an. Das kann doch gefühlt nicht richtig sein, hä? Like what? Was ist das denn? Eieiei. Junge, eine richtige Horror-Cave gerade. Ne, alles ausleuchten. Überall Fackel placen. Full Gold-Skelett. Und da haben wir Redstone-Grinder. Da haben wir auch Dias. Meint ihr? So leid es mir tut, aber ich glaube, wir müssen gleich wieder hoch. Mein Schild ist kaputt und ich habe kein Essen mehr. Wenn ich weiterhin hier so viel Schaden nehme, sieht das gar nicht gut aus für mich. Aber ich glaube, wir haben auch schon genug Stuff für die ersten Farmen. Das sollte passen vom Eisen her. Junge, wie viel? Wo kommen die Homies aber auch her? Das nehme ich noch mit. Das Geile ist, wir haben hier schon Kühe und Schweine. Ich bräuchte aber auch noch Schafe. Oh, da haben wir ein Schaf. Das ist dran. Währenddessen leuchte ich auch mal hier oben aus. Also hier ist eigentlich unnötig, aber wäre auch nicht, dass hier irgendwas spawnt. Die Leute schlafen zwar fleißig, aber trotzdem hier keine Monster haben, wenn ich AFK stehe. Ah, da ist ein Zombie. Und unser Zuckerrohr ist auch gut gewachsen. So, Hater würden sagen, wir sperren das Schaf ein, aber es kommt in ein besseres Zuhause. Ja, genau, kommt mal her. Denn wir werden uns auch noch eine automatische Wolle-Farm bauen, denn ich denke mal, dass meine Wolkenstadt aus Wolle bestehen wird. Ist halt ein einfacher Block, den man easy farmen kann. Und er ist halt weiß, ne? Wie eine Wolke. Von daher bietet sich das sehr gut an. Komm mal mit, Homies. Ich habe hier noch einen Freund für euch. Hallo?
Idioten. Okay, das hier bietet sich schon perfekt an, um hier einen Villager-Breeder hinzubauen. Ich werde das hier abbauen. Dann kommt hier der Villager-Breeder hin. Ich nehme das Ganze mit Replay-Mod auf. Wenn mein Cutter motiviert ist, um euch jetzt Replay-Aufnahmen zu zeigen, dann seht ihr Replay-Aufnahmen. Wenn nicht, seht ihr Timelapse oder was auch immer. Das Tutorial ist verlinkt, was ich jetzt nachbauen werde. Und wir sehen uns. Je nachdem, was ihr gesehen habt, ob Timelapse oder nicht, die Farm ist fertig. Wobei ich mir gerade unsicher bin, ob die funktioniert. Also machen die jetzt Liebe? Ich weiß, die brauchen auf jeden Fall noch viel mehr Treibstoff. Deswegen werde ich hier gleich mal das komplette Weizen abbauen und knall die mit Brote zu. Junge, wie viele Monster hier spawnen. Das ist ja nicht mehr normal. So, ich hoffe, das ist jetzt keine Vollkatastrophe, wenn ich das Feld noch mit Weizen bestücke, dass die trotzdem noch Bock haben. Und ich weiß gerade nicht, ob die schon mal in diesem Bett geschlafen haben müssen. Ich glaube nicht. Okay, aber das soll trotzdem passen, weil wir während die hier Liebe machen, wird es für mich an der Zeit, eine Eisenfarm zu bauen. Weil ich hoffe, dass die Farm hier einfach auf Autopilot funktioniert. Gucken nochmal, ob ich alles richtig gemacht habe. Aber sonst sieht das doch top aus. Also, es hat geklappt und der ist da runtergelaufen. Aber ich kann doch nicht davon ausgehen, dass er einfach runterläuft, oder? Oder? Hä? Nein, ich habe safe was falsch gemacht. Also, versteht mich nicht falsch. Ich will mich nicht beschweren. Aber ich habe gedacht, das Kind spawnt dann da in der Mitte, wisst ihr? Ich glaube, das ist auch normalerweise so. Wo ist das Ding jetzt überhaupt? Süß. Dann lasse ich die mal machen. Und in die andere Richtung werden wir die Eisenfarm bauen. Etwas weiter weg, weil ich glaube, das beißt sich sonst mit dem Mob-Spawning. Aber wo baue ich das am besten hin? Ich müsste dafür eine Fläche mal terraformen. Okay, let's go. Next Farm wird gebaut. Und ich habe vor, sie hierher zu bauen. Oder habe ich das? Oder ist es doch vielleicht besser hier? Ich reiße das Haus hier ab. Boah, das ist eine gute Idee. Ich reiße das Haus hier ab und baue das da hin. Ja, das machen wir. Hier ist auch ein Villager drin, oder? Ha, der freut sich. Ich muss ein Haus noch aufräumen, okay. Jetzt wird es Zeit für die Eisenfarm. Ich habe eine kleine Fläche vorbereitet, wobei ich hier gleich noch ein bisschen mehr ausfüllen werde. Und die Monster, es ist so schlimm. Und die Farm habt ihr wahrscheinlich schon alle gesehen. Das ist so eine richtig einfache. Je nachdem, ob mein Cutter Lust hat. Grüße an den Cutter. Seht ihr nochmal eine geile Timelapse. Ja moin, ich habe es genau in die falsche Richtung gebaut. So, da melde ich mich wieder. Die Farm ist soweit fertig. Ich muss nur noch schaffen, dass hier noch zwei weitere Villager schlafen. Dann locke ich hier noch einen Zombie rein. Und dann, ja moin, ich sage einfach, sie ist fertig und ich muss noch alles machen. Aber dann muss ich das hier noch ausheben, weil das habe ich doch verkackt. Aber dann sind wir wirklich fertig, okay? Ciao. So, das geht zu. Und ich sehe auch, ey, das ist ja ein Träumchen gerade. Wobei, eigentlich könnte ich den hier nehmen. Die ist, ja, von wo aber auch? Kommt her, ich habe nur Zeit für einen. Hallo, einer darf runter. Nein, oh mein Gott, ich hoffe, ich habe den noch drin. So, was mit dem Zombie da unten passiert? Ist er im Boot? Ey, bin noch nie so traurig. Wie sieht es eigentlich mit meiner Villager Breeding Station aus, während ich AFK war oder hier gebaut habe? Ich weiß zwar nicht, ob der Chunk geladen war, aber die werfen sich auf jeden Fall ihre Karotten hin. Oh, und die machen Liebe. Die sind gerade sogar dabei, oder? Wir waren live dabei, wie sie ein Kind gemacht haben. Hä, wie geil. Ich verstehe nicht, warum das Kind einfach nach unten läuft. Das sieht so dumm aus. Cool, wie viel haben wir hier schon? Boah, geil. Wir haben schon 5 Villager. Sehr nice, dass sie läuft. Ich glaube, ich muss sie über die Nacht auch mal ausmachen, weil ich habe Angst, dass ich zu viele bekomme. Und dann laggt der Server. Hä? Aber das ist sehr schön, wenn das hier reibungslos läuft. Dann müssen wir uns auch noch eine Essensfarm bauen. Ihr seht es, mein Food wird knapp. Wir haben nur noch 6 Brote. Und ich bin ein Mann mit großem Hunger. Und das wird unser nächstes Projekt sein. Wenn diese Farm hier mal läuft. Komm, ich baue einfach noch ein bisschen ab in der Zeit. Ich baue als nächstes jetzt die automatische Weizen-Karotten-Farm, weil wir noch auf Zombies warten. Und das passt eh sehr gut, weil wir müssen eigentlich nur das hier klauen, dann hier im Villager reinstellen und noch da hinten quasi im Villager reinstellen und dann ist schon fertig. Und das ist sehr cool, weil ihr quasi ja schon wisst, wie man das baut, weil ihr das hier schon gebaut habt, wenn ihr das in der gleichen Reihenfolge baut wie ich. Deswegen einfach nochmal ein Feld machen und ich glaube, ich werde sogar die Wände hiervon nutzen. Ich meine, man kann ja auch ein bisschen Platz sparen. Oder? Wo ist die Mitte? Hier. 1, 2, 3, 4. Also hier. Dann brauchen wir natürlich noch einen Komposter, der hier hinkommt. Dann halte ich das auch nochmal hier in diesem rustikalen Stil. Vor allem, ich beschreibe das so schön rustikal. Aber ich mache das einfach nur, weil ich keine anderen Blöcke habe. So, und genau an dieser Stelle passiert die Magie. Wir müssen hier nämlich eine Kiste drunter machen. Da kommt unser Loot rein. Dann kommt hier ein Hopper hin. Und hier mache ich mal solide Blöcke hin. Pam, pam. Dann Minecart. Ray. Minecart. Abbauen. Denn es ist Minecart mit Hopper. So.
Der wirft das dann da rein, den wir da noch ausbilden. Mom, hier. Der wirft das dann hier hin, weil er sich eigentlich paaren will, aber wir scammen ihn komplett weg und klauen sein Essen. Jawohl, wir haben ihn. Wir haben ihn mit schlechten Arbeitskonditionen gelockt. So, hier kommt jetzt noch was hin. Hier kommt noch ein Trapdoor hin. Aber dann sind wir finished. Und dann wäre unsere automatische Essensfarm fertig. Ihr könnt natürlich hier jetzt an der Seite das nochmal spiegeln, damit ihr zwei Dinge habt. Das kann ich auch noch ganz einfach erweitern, wenn ich Lust habe. Habe ich aber gerade nicht, weil wir müssen das hier erstmal befüllen, damit er auch mal ein bisschen was anbaut, weil das hier, das Feld sieht schon traurig aus. Und ja, ich glaube, weil das heute sonst nichts wird, mache ich hier mal die Fackeln weg, dass hier dann gleich mal ein Zombie oder so spawnt. Die Nächte sind so kurz wie die von meinem Vater. Oh. Okay, der ist perfekt. Ey, ich hatte so Glück, weil irgendeiner hier skippt immer seine Nacht, damit er seine Kack-Villager ausbeuten kann. Ihr habt richtig gehört. Komm runter. Dann jetzt Klappe zu. Ja, willst du jetzt auch runtergehen, oder? Ah, jetzt geht's ab, oder? So, und jetzt sollte eigentlich auch hier ein Eisengolem spawnen. Jetzt. Hallo? Hier ist aber schon alles richtig, oder? Die haben aber irgendwie nicht so viel Angst vor dem. Was hören meine Ohren da? Wir haben Eisengolem. Ach, let's go. Endlich kein Eisenmangel mehr. Und hier können wir dann immer den Loot abholen. Vier Eisen. Let's go. Oh, traumhaft. Ey, sehr nice. Dann werde ich mich hier erstmal AFK hinstellen und ein bisschen Eisen farmen. Das scheint jetzt zu funktionieren. Und währenddessen wird hoffentlich da hinten auch ordentlich Food produziert. Guten Morgen, liebe Sorgen. Der nächste Tag ist angebrochen. Ich war die Nacht leider nicht AFK, weil mein PC zu laut war und ich dann nicht schlafen kann. Aber die Farm ist auch... Junge, ich verstehe es nicht. Warum stirbt denn der Zombie, hä? Junge, ich habe den schon mal nachgeholt. Wie viel Eisen haben wir drin? Okay, wir haben ein bisschen Eisen drin, aber wieso stirbt er denn? Das ist mir jetzt auch egal, weil wir bauen jetzt die nächsten zwei Farmen. Wir haben ja ordentlich was an Eisen bekommen, also das sollte auf jeden Fall genügen. Oh, Eisenfarm ist einfach so satisfying. Jetzt müssen wir... Ah ne, by the way, was ich auch noch gebaut habe, als ich hier ein bisschen AFK war. Ich habe hier noch eine Foodfarm gebaut, diesmal mit Karotten, hier mit dem Homie, weil mir geht mein Essen echt so langsam aus. Oh, 6 Brot, let's go. Die funktioniert also so langsam. Wir müssen jetzt nur ein bisschen Redstone farmen, ein bisschen Sand farmen. Dann werden wir eine Schaffarm bauen und wir werden noch eine Farm bauen. Die werde ich euch dann erst nach der Schaffarm sagen. Mehr braucht ihr nicht für eine wunderschöne Schafsfarm. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr die baut. Beziehungsweise die Timelapse zeigt sie euch, wenn mein Cutter Lust hat. Let's go. Die Schafsfarm ist fertig. Sie sieht nicht so schön aus, aber die wird noch schöner. Ich habe nur keine Silk-Touch und deswegen muss das Gras sich hier verbreiten. Aber wir brauchen noch eine essentielle Sache für die Schafsfarm, nämlich Schafe. Die muss ich noch ranholen. Genau, einmal bitte reinkommen. Sauber, du auch. Und dann wird es Zeit, euch zu vermehren. Wir brauchen nämlich so ungefähr 32 von diesen Schafen hier drin, damit es auch funktioniert. Und ich kann die Farm auch mal anmachen. Zack. Jetzt werden die geschoren. Und das Minecart hebt die Sachen auf. Easy, oder? What? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Wo ist das denn rausgekommen? Muss ich hier noch höher bauen? Hier kommen wir nochmal da rein, mein Freund. Okay, dann wird hier mal zugemacht, der Aal. Da bin ich wieder. Die Schafe wurden ordentlich vermehrt. Und wir haben auch schon einiges an Ausbeute bekommen. Eine Bar reicht natürlich noch nicht für die Wolkenstadt. In der nächsten Folge werde ich wahrscheinlich nochmal 3 von diesen Dingern bauen. Jetzt werde ich aber erstmal hierhin eine Sugarcane Farm bauen. Und dafür müsste der Berg hier weg. Da gucke ich gerade mal, ob in Works Toolsmith was Besseres tradet. Ja, komm, ich nehme das einfach. Boah, ist übel teuer. Es wird auch eine ganz einfache Sugarcane-Farm werden. Ihr kennt das Design zwar alle schon, aber es gibt noch einen Kniff, wie die besser gemacht wird. Und das zeige ich euch dann. So, hier kommt dann einmal Sugarcane hin. Dann wird hier der Zuckerrohr wachsen. Erstmal nur bis hierhin. Das kann man ja dann erweitern, wie man möchte. So, und jetzt bei den üblichen Designs würde man hier überall noch so einen Observer hinmachen, damit das dann getriggert wird. Aber dann wird alles getriggert. Und das ist kacke. Deswegen benutze ich einen Daylight-Sensor, der dann in regelmäßigen Abständen das triggert. Und so verliert man dann nichts, beziehungsweise generiert noch mehr Zuckerrohr. Klar gibt es auch noch effizientere, aber ich finde das eigentlich ganz nice so, weil man auch nicht so viele Observer braucht. So, kleiner Testdurchlauf, ob das hier auch funktioniert. Yes. Jetzt brauche ich nur noch 2 Observer. Ich glaube, es ist egal, wo ich die hinmache. Hier einmal hin. Aber ich weiß gerade gar nicht, wie so ein Observer funktioniert. Lol. Die Farm ist fertig. Und mir fällt gerade auf, wie mickrig die aussieht. Man könnte das auch noch kompakter bauen, indem man das Wasser weglässt und hier unten drunter Minecarts fahren lässt. Aber ich brauche eh nicht so viel Zuckerrohr. Retalk. Ich brauche das, wenn, später nur für Raketen höchstens.
Essens und wenn ich Bone Meal machen will. Ich werde vielleicht noch das Ganze ein bisschen erweitern, hier in die Richtung. Aber ansonsten bin ich hiermit zufrieden. Ich weiß aber auch gar nicht, ob die funktioniert. Ich warte mal hier so lange, bis ein Update geschieht. Weil keine Ahnung, ob der Server richtig positioniert ist. Aber sollte. Ja, ich hoffe aber, dass euch das Video gefallen hat. Also wirklich, wenn ihr auch Bock auf Singleplayer habt, während Craft Attack auch noch ein bisschen was spielen wollt, dann macht euch auf jeden Fall diese Eisenfarm hier. Das ist sehr OP. Ihr braucht auch keinen Nametag. Das ist nur jetzt wegen Craft Attack so. Ich habe schon einiges an Eisen hier rausgeholt. Wirklich Eisenfarm must have. So overpowered. Dann schauen wir mal hier rein bei unserer Essensfarm. Da haben wir... hallo? Hier haben wir auch ordentlich was an Essen bekommen. Das hier funktioniert irgendwie nicht. Schaut euch das mal an. Ah, doch, so. Da, ich weiß nicht, warum das hier so viel länger dauert. Da ist irgendwas faul. Aber die Karotten funktionieren sehr gut. Die Villager Breeding Station, die wir zugemacht haben, funktioniert auch sehr gut. Und das ist, wenn ihr das hier gebaut habt, dann könnt ihr auch easy das bauen. Die Wollefarm braucht zwar nicht jeder, aber wenn ihr was mit Wolle baut, oder beziehungsweise in der nächsten Folge werden wir Netherite farmen. Da könnt ihr auch viel Wolle gebrauchen, um alles wegzusprengen. Da habt ihr hier ordentlich was. Und dann noch zu guter Letzt die Sugarcane Farm, nur um ein bisschen Papier zu bekommen. Auch sehr, sehr nice. Das war mein erster Tag Craft Attack. Meine 5 Starterbasen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge Craft Attack. Ciao, ciao.